Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 2 Remake. Heute geht es weiter. Angeblich können wir hier rüber, ich sehe nur noch nicht wie ohne das Teil da unten. Können wir auch definitiv noch nicht, da müssen wir erst da unten die Regale und also erstmal das Regal und dann die anderen Regale verschieben. Oh, du bist gerade da, wenn du da bist, werde ich vielleicht mal ganz kurz hier raus sneaken. Wenn ich gerade kann. Ja, gut. Letztes Mal haben wir die Licker kennengelernt. Ich habe natürlich genau das Falsche gemacht, was man eigentlich tun soll. Dem geht's immer noch gut, oder? Er bewegt sich, von daher so schlimm kann es schon nicht sein. Dann speichern wir nochmal seit dem letzten Mal. 12 Mal habe ich schon gespeichert. Also gut, dass ich nicht für alles Farbbänder brauche. Ich weiß zwar nicht, wie viele wir schon gefunden hätten. Aber ja. Holzbretter rein theoretisch können wir die noch verwenden. Aber wofür hier gerade? Den können wir mal wegtun. Das rote Buch brauchen wir aktuell nicht. Dafür brauchen wir, und das machen wir auch direkt heute, hier den... Das ist nur ein Ersatzteil. Wir brauchen aber zwei für dieses Codepad. Dann würde ich sagen, wir nehmen den Zünder und verwenden den. Flinte haben wir noch keine. Das passt, das passt, das passt. Schießpulver. Kann ich das eigentlich sortieren? Kann ich. Moment, was ist das für eine Taste? Ist das die hier? Ja, ich kann es tatsächlich sortieren. Geil. Schießpulver haben wir zwei. Okay. Okay, es wird so sortiert. Erst Muni, dann Kräuter, dann Schlüsselobjekte. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, ich glaube, das passt so. Ich nehme mal sicherheitshalber ein grünes Kraut mit. Wir haben ja relativ viel Platz im Inventar inzwischen. Und zwar relativ, Betonung auf relativ. Nicht auf viel Platz, auf relativ. Viel Platz. Wir müssen uns immer noch dort umschauen, wo der Heli auch runtergecrashed ist. Da war ja auch noch was. Oh Gott, das heißt, wir haben definitiv noch was vor uns. Hier brauchen wir auch noch was. Vielleicht ist ja sogar der Hebel dafür hier drüben. Ich weiß allerdings gar nicht. Wobei doch, das würde... Nee, das ist hundertprozentig später wichtig, weil wir kommen dann wahrscheinlich in den Raum über der Eingangshalle. Oder hier zumindest auf eine Balustrade und kommen dann hier oben lang. Hier ist noch ein Tresor. Hier gibt es so viele Tresore. Aber ja, hier müssen wir definitiv noch überall lang. Also hier... Hier war ja der Licker. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Ich meine, hier unten in der Bibliothek gab es noch eine Tür. Die haben wir uns gar nicht angeschaut. Das werden wir auch machen. Aber erstmal... Oh Gott, ich hoffe, wir werden nicht von einem dieser Viecher überrascht. Wobei, uns wurde ja gesagt, die haben wahnsinnig gutes Gehör. Von daher... Okay, 10 Sekunden. Ich verpiss mich mal lieber. Ich gehe sogar raus aus dem Raum, weil nicht, dass in dem ganzen Raum dann tot ist. Okay, das war denen scheinbar wurscht. Natürlich ist da ein Licker. Natürlich. Jetzt ist die Frage, können wir an dem vorbeischleichen? Hier ist was.
ziemlich sicher, dass wir das hier aufmachen können. Können wir nicht. Shit. Hier ist nur die Mädchenstatue. Und die gibt uns das erste Amulett. Die muss ich irgendwie weglocken. Ich kann nicht schießen, wenn ein Licker in der Nähe ist. Laufen ist zwar auch nicht die beste Idee, aber besser als schießen, glaube ich. Okay, aber wir wissen immerhin, wir brauchen hier so einen Code. Das war immer bei den Mädchenstatuen bis dahin. Ne, hier Wagenheber ist falsch. Hier war auch noch, hier war die Göttin, nee, hier war aber auch noch, genau, Löwenstatue. Wir brauchen also schon zwei so seltsamer Codes. Und hier gab's noch eine Tür. Würde ich sagen, könnten, wobei, nee, wir können den gar nicht vernünftig da weglocken. Wir müssen den töten. So beschissen das auch ist, aber ich... Okay, wir laufen jetzt einfach mal... Nee, kommt direkt wieder. Du Fettsack! Nein! Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Aufenthaltsraum. Okay. Noch ein bisschen Schießpulver, nice. Das schaut noch interessant aus. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Geil, das heißt, wir haben jetzt hier alles. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur hier die komplette Karte, sondern auch hier. Oh, hier geht's dann hoch zum Dach. Okay, an das Dach erinnere ich mich auch noch so dunkel. Allerdings glaube ich mit Claire und nicht mit Leon. Hier ist noch eine Wäschekammer, okay. Chefbüro, das ist sicher wichtig. Kunstraum. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch nicht versucht, weiterzukommen in den Kunstraum. Hier ist die Einhornstatue. Und hier brauchen... Das heißt, wir brauchen für die Göttinnen, für die Mädchen und für die Einhornstatue, oder? Akten. Anonyme Notiz. Zünden. Ja, das wissen wir schon, aber für tragbaren Tresor, ja, nee, wir bräuchten, wenn dann Polizeistation, Verschiedenes, Orientierungsbrief, Tutorials, nee, es muss schon das sein. Ich weiß nicht, warum mir das gezeigt hier wird, extra. Aber wir haben hierfür noch keinen Hinweis. Wir haben, wie gesagt, die Einhornstatue, die... Falsch. Die Mädchenstatue und dann, ich glaube, es war hier unten die Göttinnen. Ich glaube, es war die Löwenstatue. Ich glaube, Mädchen, Löwe, Einhorn. Göttin ist, glaube ich, da, wo wir rauskommen. Wow. Hier ist zu. Hier ist einfach nur verschlossen, damit man ultraschwer in die fucking Wäschekammer kommt, weil man im scheiß Licker vorbei muss. Shit. Okay, nee, ich glaube, wir werden uns in den Kunstraum begeben, weil sonst... Hier im Büro Westseite ist immer noch irgendwas. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Im Büro ist immer noch was? Wir haben da doch das letzte Mal den Tresor geöffnet. Wo kann da noch was sein? Vielleicht hier in den Schränken?
Aber vielleicht ist hier noch was. Ah! Ah! Jetzt! Okay, I got it. Hier brauchen wir ein Herzschlüssel. Für den Aktenraum brauchen wir entweder Herz- oder Kreuzschlüssel. Oh, der wird wahrscheinlich irgendwie durch eine Scheibe oder irgendwas getrennt sein. Gut. Ja, wie gesagt, hierfür brauchen wir irgendwie Chemikalien oder so. Hier brauchen wir einen Code. Sogar zwei. Tasten und einen Code. Wir haben aber erst eine Taste. Und ja, eventuell mache ich das sehr häufig, mich dran zu erinnern, was wir brauchen, aber... Ach, ja gut, vielleicht mache ich das echt zu häufig. Vielleicht brauche ich mich da gar nicht entschuldigen, sondern sollte es einfach weniger häufig machen. Ich bilde mir sogar ein, in Resident Evil 1 Remake habe ich bei weitem nicht so viel von dem Schmarrn gemacht. Hier unten im Ostteil haben wir nichts mehr. Aber hier oben haben wir noch das Dach. Und ich bilde mir ein, das Dach war irgendwie heftig. Ich weiß nicht mehr warum. Außerdem bilde ich mir ein, das Dach kam viel, viel später. Hier ist der Tresor. Hier kommen wir durch. Art Room. Okay, hier kommen wir rein. Vielleicht ist ja hier im Kunstraum ein Hinweis für die Statuen. Artikel, der rote Stein. Kommt mir das eigentlich, also kommt es nur mir so vor? Oder gibt es hier wirklich wahnsinnig häufig Sachen zu lesen? Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf der Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag in dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adeligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte jedoch Werteleser mit Vorsicht begegnen. Ihm, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert, dieses Juwel hat gutmütige Adelige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Wow, das war mal richtig schissen zu lesen und es hat mir nichts gebracht. Weaponslock! Ah, wir kriegen die Flinte! Wir kriegen die Flinte! Das ist gut. Wie gesagt, ich glaube, die Sachen... Ich glaube, das können wir nicht. Ich hoffe, ich habe dadurch jetzt nichts kaputt gemacht. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Das ist gut. Aber wir bekommen die Flinte. Und wir bekommen hier irgendwas anderes. Linker Statuenarm. Kaiserstatue, linker Statuenarm. Ich meine, das würde passen, aber vielleicht passt der noch irgendwo anders hin. Wahrscheinlich brauchen wir hier einen anderen Arm oder so. Nee, aber linker Arm passt von der Perspektive. Warum ist die Musik gerade so gruselig? Seid ihr jetzt weg? Nope. Nope, sind sie nicht. Das heißt, wir nehmen den mit. Wahrscheinlich, weil wir hier die Keycard bekommen haben. Das war gut. Der wird aufstehen, aber der andere Gott sei Dank nicht mehr. Und hier geht...
Oh, hier sind Holzbretter. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Wir haben so viele Holzbretter, wir kommen sicher nochmal wohin, wo wir die brauchen. Hier brauchen wir irgendeine, so eine Kurbel. Aber nicht die, nicht das Ventil. Also ich glaube nicht, dass wir die Ventilkurbel mitnehmen können. Ich glaube, das ist schon eine andere Kurbel. Müssen wir überhaupt noch lang? Müssen wir zum Dach. Shit. Ich hab's gewusst. Was zur Hölle? Oh, Moment, hier das grüne Kraut. Es ist hier so versteckt in so einer Nische. Okay, also wir kommen nur übers Dach, wenn wir hier, wir kommen nur hier so rüber. Dann, okay, I got it. Ja, okay. Und dann kommen wir so wahrscheinlich auch... Wobei, nee, wir müssen wahrscheinlich hier über ganz oben, hier über den Uhrenturm. Aber wie kommen wir denn überhaupt da rein? Wie kommen wir hier bei dem Uhrenturm? Ach so, hier rüber müssen wir. Das heißt, diese Tür ist der Schlüssel zu allem. Das heißt, wir brauchen so einen Wagenheber. Hier war aber schon... Hier haben wir alles mitgenommen, oder? Ja, das heißt, hier kann sich der nicht verstecken. Okay, dann glaube ich, habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal nicht wirklich eine Ahnung, wo wir hin müssen. Wobei doch, nee, wir können uns erstmal die Flinte holen. Dann schauen wir, was weitergeht. Wobei, linker Statuenarm, vielleicht fehlt ja hier einer dieser... Also der Einhornstatue wahrscheinlich nicht. Wobei, nee, da hierfür brauchen wir immer nur die Codes. Wir brauchen keinen Statuenarm bis dato. Außer halt für die Statue, wo wir den gefunden haben, aber das kann ja nicht sein. Ah, der ist wahrscheinlich schon tot. Nee, er macht noch... Und die Zombies machen auch... Die wollen mich nur verwirren und ablenken, aber... Drei Medaillons finden, das machen wir schon die ganze Zeit, beziehungsweise eher nicht. Holzbretter weg, ein Kraut weg, Statuenarm weiß ich noch nicht. Schießpulver... Dann sortieren wir hier mal. Wir können uns eigentlich wieder leisten, ein bisschen was an Munition zu machen. Gut, dann die Flinte. Wie kommen wir da am geschicktesten hin? Ich glaube, hier direkt übers Büro. Hier durch dieses Büro gehen wir gefühlt häufig. Oder ich bin einfach ein Kacknoob, der... hier 100 Millionen Mal durchgeht, wenn man eigentlich, wenn man clever ist, es zweimal machen muss. Wir können jetzt hier auch schon mal schauen, ob wir hier... Nee, komm, wir brauchen... Nee, komm, die eine Taste reicht. Ich bin ein Dummkopf, oder? Die eine Taste reicht doch. Wir können die ja... Wir können ja eins nach dem anderen machen und die Taste eventuell umsetzen. Oh, das wäre cool. Ja, also solche Sachen passieren natürlich nicht, wenn ich das, wenn ich beispielsweise, ich hätte mir ja auch kurz vorm Release vor dem Spiel nochmal das alte Let's Play angucken können, dann wären vielleicht, keine Ahnung, 3 von 4 Fehlern oder so, die ich jetzt hier mache, oder Umständlichkeiten, würden nicht passieren. Aber dann wären halt solche Aha-Momente wie das gerade oder Momente, wie ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit den Bildschirm anbrüllt und sagt, ah, fucking Sniper, du jetzt hier das Scheißteil endlich verwenden. So stelle ich mir euch vor. Ja, sowas würde dann halt nicht passieren. Und das macht ja auch den halben Spaß aus. So. Oh, ich kann mir jetzt hier entscheiden, okay? Dafür muss ich erstmal schauen. Nee, ich würde gerne hier, also steht hier drüber, hier steht nicht, doch, hier steht 102, 103, okay, also hier 2 und 3. Ich würde hier eher zu 3 tendieren, hier 106 können wir sowieso aufmachen, 109 auch. 8. Ja, 103, definitiv die 3.
Definitiv die 3. So, 1, 0, 3. Bestätigen. Achso, Enter wahrscheinlich. Okay, jetzt können wir schön uns die Sachen nacheinander snacken. Ah, hier. Gut, jetzt haben wir schon 2 Messer. 1 können wir davon zurücklegen. Jetzt war es, glaube ich, noch 2. Ach so, scheiße, wir brauchen... Nee, wir müssen das jetzt nochmal umlegen. Aber ich glaube, 108 war auch 1, oder? Nee, es war nicht 108. Was war es denn? 106. Und 109, wow. 106 und 109. 106. Ja. Das kann... Das dauert hier ewig, die Animation, bis es mir das zeigt. Und das hier ist... Film. Nicht denn... Oh, Alter, okay, ich bin eventuell nur ein bisschen dumm, aber... Ich habe das jetzt rausgefunden. Wir haben halt, glaube ich, alles, was möglich ist, bevor wir dieses Teil machen, habe ich gemacht. Ich glaube, viele Sachen... Wahrscheinlich ist auf dem Film irgendwie der Universalcode für alle Tresore und da sind dann die ganzen Codes drin oder so irgendwie in die Richtung... Aber das war's jetzt. Jetzt muss ich... Achso, scheiße, jetzt komme ich ja gar nicht an das hier ran. Ich brauche noch ein Ersatzteil. Dammit, okay, also ich brauche... Ich kann das hier nicht mehr... Ich kann hier auf Back drücken. Ich kann das hier nicht mehr rausnehmen. Naja, gut. Aber immerhin... Kommen wir jetzt hier daran. Schlüsselkarte für den Weapons Locker. Wunderbarstens. Und hier gibt's nicht nur ein bisschen Flintenmuni, sondern auch die Flinte selbst. Die W870 oder W870. Und die braucht auch nur einen Weapon-Slot. Das ist gut. Ich werde die aber mal nicht auf den Slot legen, sondern nicht ausrüsten, sondern hier Schnellzugriff. Hier. Ja, das ist besser. Aber, Moment, warum? Achso, ich muss die erst laden. Wie viel Schuss kann die fassen? 4. Ich laufe mal hier mit den 4 rum. Ich hoffe, das wird erstmal reichen. Gut, Moment, Moment, wir können eigentlich direkt weiter in die Dunkelkammer, wenn wir schon den Film haben. Und wir wissen, da wir jetzt auch wissen, wie man an dem Licker vorbeikommt, könnte ich das rein theoretisch nochmal versuchen, an dem einfach ganz langsam, so in dem Tempo in etwa, vorbeizugehen. Wie hat man das auf damals hier im Original gemacht? Da gab es ja nur Laufen und... Also halt rennen und gehen. Und mal wieder habe ich gespeichert, bevor ich das hier mache, aber das macht nichts. Ein Messer geben wir weg, der Rest, glaube ich, passt hier. Oh, Kunst... Oh, Kunstobjekt. Von einer Hand gehalten. Ich weiß, was wir hier brauchen. Ich weiß, wie man das macht, glaube ich. Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ja, sie haben ihn eingesperrt. Von daher, aber jetzt können wir hier den hoffentlich entwickeln. Und hier ist der Hinweis, der, wo ich gerade gesagt habe, daran erinnere ich mich. Das kann doch nicht Zufall sein, oder? Es kann doch nicht Zufall sein, dass ich in der Sekunde drauf komme. Ah, Moment, das Buch hier wurde von einem Arm gehalten. Wir haben einen Arm gefunden und eine Statue. Und dann kommt hier das Erinnerungsfoto. Was? Das war alles? Wollt ihr mich irgendwie foppen, Spiel? Hier, in mein Erinnerungsfoto. Hätten wir, wie man hier auch schön sieht, eigentlich vor dem der Tresoranleitung finden können. Weil wir halt die Ersatztaste so früh gefunden haben. Oh. Oh, hier haben wir noch Locker, die wir nicht aufgemacht haben.
Bin ich eigentlich vollkommen blind in dem Spiel? Ich will keine Antwort darauf. Also zumindest keine ehrliche. Okay, da wir wie gesagt den Lickertrick kennen und wir jetzt dort wissen, wie es weitergeht, haben wir jetzt doch noch ganz schön viele Möglichkeiten, wo es weitergeht. Ja, nach 5 Folgen habe ich, glaube ich, erstmal das Spiel so einigermaßen verstanden. Wahrscheinlich sind Leute, die sich an das Original erinnern können, an diesem Punkt nach Folge 3 spätestens. Aber naja, warum speichere ich jetzt eigentlich? Ach so, weil ich hier nochmal das hinkriegen wollte. Das Buch brauchen wir, den Statuenarm brauchen wir, hier Kraut nehme ich sicherheitshalber nicht mit. Das hier passt so, hier möchte ich das einfach mal ein bisschen in Ordnung bringen. Hier so Sachen, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen Ordnung machen. Hier sortieren, das ist so okay. Ich weiß halt nicht, achso ja, Flintmunition. Ich werde Flintmunition mal kurz mitnehmen. Dann so, okay, ich wollte gerade nachladen, aber man kann scheinbar echt nur 4 nehmen. Dann würde ich sagen, verstauen wir den Rest tatsächlich. Pistolenmuni nehme ich sicherheitshalber mit. Ja. Und dann würde ich sagen, ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, weil ich glaube, die Folge ist schon relativ lang und wie gesagt, ich glaube, es war auch eine Sache, dass halt mein Computer zu lange aufgenommen hat letztes Mal, weil es sind dann durch die längere Folge und ich war halt weg, schon fast 1,5 Stunden geworden. Aber ja. Achso, ich wollte gerade sagen, was war das für Geräusch, aber das bist du. Ja, dir geht's gut. Ich kann gar nicht auf den zielen. Ich kann neben den zielen, aber sobald ich hier drauf geht er automatisch weg. Ja, aber immerhin, es wird langsam alles blau. Gerade hier unten haben wir nur noch das hier, wo wir ein weiteres Ersatzteil finden müssen. Hier oben, naja, es wird langsam. Wir haben zumindest die Maps und alles gefunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Resident Evil 2, wenn wir da hochgehen. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.